Die meisten von euch haben sowas wahrscheinlich schon mal gesehen, sonst hätten sie das Video ja nicht angeklickt. Doch was das genau ist, das ist euch wahrscheinlich ein Rätsel. Es handelt sich um ein Baumdiagramm und seine zwei Fahrtregeln. Was das ist, wie ihr ein Baumdiagramm erstellt und wie diese Regeln aussehen, das erklären wir euch jetzt. Viel Spaß und los geht's! Schauen wir uns das Baumdiagramm mit Hilfe eines einfachen Beispiels an. Wir werfen einen einfachen Würfel mit 6 Seiten, der nicht gezinkt ist. Nun möchten wir zum einen wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, eine 6 zu würfeln und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, alles außer einer 6 zu würfeln. Die erste Möglichkeit kennzeichnen wir mit einer 6 und die andere mit einer 6 mit einem Strich drüber. Wir beginnen also bei Start. Nun gibt es zwei Varianten. Entweder wir würfeln die 6, Wahrscheinlichkeit bei 1/6, oder wir würfeln keine 6 und da ist die Wahrscheinlichkeit 5/6. Diese beiden Varianten schreibt man also wie folgt. Eine Abzweigung mit der 6 und eine mit der 6'. Die Wahrscheinlichkeit schreibt man bei einem Baumdiagramm immer an den Ast des Baumes. Doch was ist jetzt, wenn man nochmal würfelt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 2 Sechsen oder 2 Nicht-Sechsen hintereinander zu bekommen? Hierzu erweitern wir einfach das Baumdiagramm. Es kommen nämlich an jedem Ast 2 weitere Äste hinzu. Und das sieht dann so aus, also nachdem man beispielsweise eine 6 gewürfelt hat, bleibt die Wahrscheinlichkeit immer noch gleich, eine weitere 6 oder keine 6 zu würfeln. Doch um herauszufinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit genau ist, 2 Sechsen hintereinander zu würfeln, wendet man die erste Fahrtregel an, die auch Produktregel genannt wird. Denn diese besagt, um die Wahrscheinlichkeit für einen ganz bestimmten Versuchsausgang zu erhalten, müssen die Wahrscheinlichkeiten entlang des jeweiligen Pfades multipliziert werden. Kurz gesagt, man muss 1/6 mit 1/6 multiplizieren. Mithilfe von einfachen und alten Bruchgesetzen beträgt die Wahrscheinlichkeit also 1/36. Nun kann man noch ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, keine 2 Sechsen hintereinander zu würfeln. Hier würde dann 25/36, also ungefähr 69%, herauskommen. Wenn man jedoch berechnen möchte, wie die Wahrscheinlichkeit lautet, eine 6 und keine 6 zu würfeln, muss man zuerst einen Pfad mit sich multiplizieren. Also 5/6 mal 1/6. Hier würde 5/36 herauskommen. Doch man kann die 6 ja auch im ersten Wurf würfeln, also muss man noch einen Pfad mit sich multiplizieren. Hier würde dasselbe herauskommen, da man bei einer Multiplikation nach Geltung des Kommutativgesetzes zwei Zahlen vertauschen kann. Doch jetzt gibt es zweimal die Wahrscheinlichkeit 5/36. Um auf eine gesamte Wahrscheinlichkeit zu kommen, muss die zweite Fahrtregel angewendet werden. Und die besagt, soll die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, das mehrere Versuchsausgänge umfasst, berechnet werden, müssen die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Versuchsausgänge addiert werden. Das bedeutet im Klartext, man muss 5/36 mit 5/36 addieren. Und da kommt ganz easy ausgerechnet 10/36 heraus. So viel zu den Baumdiagrammen. Hier links erfahrt ihr mehr über die absolute und relative Häufigkeit. Daumen hoch und abonnieren für Videos in allen Fächern und gerne bis bald. Macht's gut und ciao.